Sie sind dazu erzogen, jedem Gegner und dem Schicksal mit Disziplin die Stirn zu bieten. Die Samurai, Japans legendäre Ritter. Masao Ohara ist eine Art Großgrundbesitzer. Er sammelt als Symbole seines Standes Schwerter, Helme und Rüstungen, Yoroi genannt. Die Masken und Helmverzierungen dienten früher als Abschreckung in der Schlacht. Mit seinen Sammlerstücken rüstet er gerne seine Samurai aus, also die Männer, die auf dem bevorstehenden Fest seinen Stall vertreten. Hangui darf sich ein Schwert aussuchen, leihweise. Der Wert einer solchen geschmiedeten Klinge liegt bei etwa 30.000 Euro. Oharas Söhne sind gekommen, auch sie wollen bei den Reiterwettkämpfen antreten. Zum Reiterfest lädt man traditionell Freunde und Familie ein. Das ist jedes Mal ein großes Hallo. Die Jüngeren haben sich auch diesmal wieder viel vorgenommen. Jeder will mitmachen, denn das bringt Anerkennung und die ist uns wichtig. Und dann beginnt das große Fest mit einem Ritual am Nakamura-Schrein. Angeführt von einem gewählten General pilgern die Samurai herbei. Einst wurde das Land hier von einer Adelsfamilie regiert, die sich nur dem Kaiser beugte, vom Soma-Clan, der den Städten Soma und Minami-Soma den Namen gab. Aus diesem Clan stammt meist auch der General des Festes, das an kriegerische Auseinandersetzungen des Mittelalters erinnert. General Kiyotane Soma wird wie ein Prinz verehrt und behandelt, bewirtet und unterhalten. Dieses Fest ist ganz wichtig für die Region. Es macht unsere Traditionen lebendig und gibt uns Selbstvertrauen. Auch die ehemaligen Bewohner des verlassenen Stadtteils Odaka in Minami-Soma rüsten sich für das Fest. Darunter auch Hangui. Wohnen dürfen sie dort zwar nicht mehr. Aber ihr Fest wollen die Mitglieder der reiterlichen Vereinigung Odakas trotzdem an gewohnter Stätte feiern. Alles beginnt mit der Bewirtung und Verköstigung der Älteren durch die Jüngeren. Im Hause Ohara werden derweil die Rüstungen angelegt. Etwa 30 Kilo wiegt solch eine Yoroi aus Eisen, Kupfer und Leder. Für den richtigen Halt wird ein mehrere Meter langes Tuch um die Hüften geschlungen. Dann folgen Arm- und Beinschienen. Die Rüstung sieht zwar leicht und unscheinbar aus, aber sie hat den Samurai früher oft das Leben gerettet. Vor allem der Brustpanzer hier, der ist stabil aus Eisen. Schließlich beginnt die große Parade der Samurai, die von der Innenstadt Minami-Somas zur Rennbahn führt. Die Samurai waren ursprünglich einfache Bauernkrieger, die einem Dienstherren unterstanden, meist einer Art Graf oder Regionalkönig. Daraus entwickelte sich im Mittelalter eine legendäre Kriegerkaste. Masao Ohara führt die Reiter aus Haramachi an, dem größten von drei Stadtteilen, aus denen Minami-Soma entstand. Die Samurai unserer Tage sind weder adelig noch besonders kriegerisch und auch nicht zwangsläufig mit den Rittern von einst verwandt. Aber sie sind stolz darauf, die Tradition und Werte der Samurai fortzuführen. 500 Mann in Rüstungen treffen sich zum ersten Mal seit 2011 wieder auf der Rennbahn. Und dann beginnen die mit Spannung erwarteten Pferderennen. Es geht über die Distanz von 1200 Metern. Die Pferde der Samurai waren ursprünglich klein und sehr robust, vergleichbar mit den Pferden der Mongolen.
Später brachten portugiesische und holländische Händler europäische Pferde mit, die eingekreuzt wurden. Dadurch wurden die Samurai-Pferde größer und schneller. Vor allem der Osten Japans war seither für seine schnellen Pferde und für seine schlagkräftigen Kavallerieeinheiten bekannt, die unter wechselnden Herren für Japans Einheit kämpften. An diese Zeiten erinnern die Reiterwettkämpfe. Die Erstplatzierten bekommen ihr Siegesgeschenk: Süßigkeiten und einen Kimono. Dann folgt der Höhepunkt des Tages: die Reinszenierung einer mittelalterlichen Reiterschlacht. Mehrere hundert Reiter versuchen, eine der blauen, gelben oder roten Flaggen zu ergattern, die von verschiedenen Schreinen gestiftet und mit Pyrotechnik in den Himmel geschossen wurden. Die roten sind besonders begehrt. Vierzig dieser Flaggen werden mit Raketen in die Lüfte katapultiert. So hat im Schnitt jeder zehnte Samurai die Chance, eine der Trophäen für sich zu gewinnen. In der Praxis geht das selten ohne Streit ab. Ja, ich habe bei der Schlacht mit einem großen Kerl um eine Fahne gestritten. Dabei hat er mir den Finger gebrochen. Das habe ich zuerst gar nicht bemerkt. Erst hinterher hat es wehgetan. Anschließend geben die Männer ihre Erlebnisse zum Besten und prahlen mit ihren Erfolgen. Ich habe schnell geführt und mein Rennen klar gewonnen. Und ich habe eine rote Fahne ergattert. Die Fahnen stehen als Trophäen besonders hoch im Kurs. Hangui hätte beinahe auch eine erwischt, aber der Mann, der ihm den Finger brach, kam ihm zuvor. Ich hatte sie schon in der Hand, aber dann kam dieser große Kerl und riss sie mir förmlich aus den Fingern. Deshalb die Verletzung. Und weg war die Fahne. Aber ich habe wenigstens dieses Stück behalten.